Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Lang, lang ist es her, seit die letzte Folge kam. Und es tut mir so leid, dass ich nichts rausgebracht habe. Es gibt so viel Neues, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe, in so eine einfache, normale Folge reinzupacken. Das wird jetzt vermutlich so eine XXL-Folge, weil ich einfach 5 Minuten über jedes Thema erzähle. Jedenfalls war ich, naja, sagen wir mal, war erst ich verhindert und danach hatten wir ein paar Krankheitsfälle innerhalb unserer Familie, dadurch musste ich dann halt doppelt so viel machen wie sonst, mindestens doppelt so viel. Ich bin am meisten erst so gegen 19 Uhr richtig auf Skybounce On gekommen und konnte spielen. Darum, ja, 19 Uhr ist dann nicht mehr so die richtige Zeit, in dem man noch ein Video aufnehmen kann. Denn so das Aufnehmen, Hochladen von einem Video nimmt so etwa immer 5 Stunden in Anspruch, inklusive Upload-Zeit und so weiter. Also das Video drehen an sich nur 1 bis 2 Stunden, aber das wurde dann trotzdem zu lang. Außerdem kann man sich abends nicht mehr konzentrieren. Das heißt, ich hätte einfach nur noch Müll gelabert. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Einmal seht ihr hier. Hier ist jede Menge Quarz, das baue ich ab. Und hier sind jede Menge Kisten. Und die sind voll. Beziehungsweise werden voll mit irgendwelchen Blöcken. Und zwar habe ich vor, von jedem Block, den es gibt, eine Doppelkiste an Erzen zu bekommen, die ich dann auf einmal verkaufen kann. Hier unten sammelt sich das Zeug. Ich habe das vorhin erst ausgeleert, darum ist da nichts mehr drin. Und hier drüben ist noch meine Orseed-Kiste. Und ihr seht, da sind schon die meisten Diaspawner raus. Nun gut, die habe ich jetzt hier aus den Skydrops noch bekommen oder von Leuten, mit denen ich getradet habe. Und halt noch ein paar Goldspawner. Auch ganz viele Prismarinspawner, die sind auch richtig krass. Aber am schlimmsten sind eigentlich diese 59 Level 5er Quarz-Spawner. Ansonsten seht ihr hier meinen Easter Eliminator. Den habe ich mal ein bisschen weiter verbessert. Mir fehlt eigentlich nur noch ein Soulstone. Wenn ihn irgendjemand verkauft, gerne mich mal anschreiben. Ich bezahle dafür genug und ihr seht ja, ich habe da ein paar Emerald-Blöcke, die spare ich zwar auf, aber für sowas würde ich dann doch schon mal welche abgeben. So, und jetzt hier Annihilation 10, Shatter 10, Perish 10, Bloodsack 10, Shade 10 und Backstep 10, Schärfe 6 und Haltbarkeit 6. Man könnte jetzt natürlich noch was draufpacken, noch irgendeine Verzauberung, Sieve oder Guillotine, aber es wurde angekündigt, dass so in etwa einem Monat ein neues Kit rauskommen wird. Mit einer neuen Verzauberung für Schwerter, die extrem gut sein soll. Oh, sorry. Was Java-Update verfügbar, das ist aber toll. Das will ich aber eigentlich nicht machen. Also jetzt noch nicht. Das laggt dann immer irgendwie. Also vom Ping her. Und jedenfalls, ich will mit diesem Sword, bis ich, also es ist ja noch nicht mal Level 25, einen Enchanting-Slot kriege ich noch. Boah, ist ja gut. Danke, Windows. Ich liebe es, wenn du meine Aufnahme reinpingst. Naja, ich werde noch warten, bis ich den letzten Enchanting-Slot vollpacke, bis dieses Sword raus ist, beziehungsweise dieses Enchanting, und dann versuchen, das zu bekommen und das da drauf zu packen auf dieses Sword, damit das wirklich extrem gut wird. Ich brauche jetzt halt eigentlich nur noch Soulstones. Und ich brauche noch Rüstung, denn ich wurde gestern KO'd in der Warzone gegen 2 Leute. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen. Ich habe halt einen 1 vs 1 gemacht, das war auch fair und alles. Wir hatten Regeln aufgestellt, die komplett fair waren. Ich hatte einmal Full Immortal an und dann noch einmal Ersatz Full Immortal dabei, halt als Ersatzrüstung. Und dann Both Immortal, Soul Eater Sword, mein Soul Eater Sword habe ich auch noch, das war gesoulbounded. Und ja, wie gesagt, Both Immortal, 24 Notch Äpfel und dann wurde ich KO'd. Und hab dann verloren 2x Full Immortal. Zweimal Bow of Immortal, weil ich noch einen aus einer Skydrop Chest gezogen hatte. Also 2x Bow of Immortal, 2x Full Immortal, 24 Notch Äpfel und, ach ja, ich war auch noch Level 180. Also hier, Enchanting Level. Deswegen bin ich da ein bisschen deprimiert gewesen. Vor allem, weil ich jetzt nicht mehr Full Immortal bin. Das Einzige, was ich nochmal gucken muss, ob hier in meiner Ender-Chest noch Boots of the Immortal rumkullern. Tun sie das? Nee. Okay.
So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Sache und zwar erstmal wieder hier das Größe stellen. Ja, genau. Ich habe nämlich einen Third Place Trophy Reward Spinner. Und was das ist, wenn ihr das noch nicht kennt, es gibt hier solche Competitions und ihr seht hier Obtain Pickaxe XP, wer bekommt die meisten Spitzhacken XPs oder hier Mob Arena Kills, Mining World Punkte. Lol, da hat noch niemand was. Na, dann werde ich danach mal rasieren. Und Most Ores meint in Warzone, die meisten Erze in der Warzone abgebaut. Und wenn man da unter den Top 3 ist, bekommt man jeweils für ersten, zweiten und dritten Platz so ein Trophy Reward Spinner. Und ich habe gestern Abend noch irgendwie so 2200 Zombies getötet. Ich habe auch zu ein paar coolen Leuten, ein paar Mates auf die Insel die Zombie-Spawner gepackt. Da stehen jetzt so, ich würde mal so schätzen, 40, 50 Zombie-Spawner rum. Und du stehst einfach 2 Minuten AFK und hast 120 Zombies. Das ist extrem krass. Und ich würde sagen, diesen Spinner öffnen wir, denn man kann daraus bis zu einem Super Skydrop bekommen. Aber eigentlich geht es darum, ein möglichst schlechtes Item zu bekommen. Denn je schlechter die Items sind, die man bekommt, desto mehr Player-XP bekommt man. Und wenn ich jetzt mal gucke, mir fehlen noch, ja, 2500 Player-XP. Also hoffe ich einfach mal, dass ich irgendwie einen Stack graue Wolle bekomme. Öffnen wir mal. Und wir bekommen. Ja, kein Schad wäre auch geil. Ha, wir haben tatsächlich so. Wir haben tatsächlich rosa Glas bekommen. Aber nur 800 Player-XP. Aber egal, wir haben 800 Player-XP bekommen, ja. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, ich kann hier oben auch noch meinen Reward abholen, oder? Kann ich das schon? Ja, genau. Nochmal 200 Player-XP. Und jetzt haben wir die Loyalty-Crate, die wir alle 7 Tage haben. Da kann ich jetzt auch nochmal Player-XP bekommen. Bitte irgendwie 5000, das wäre absolut amazing. Und bitte keines. Nein, ich habe Stars bekommen. Nicht wirklich, oder? Das ist das erste Mal, dass ich Stars daraus bekommen habe. Bis jetzt habe ich immer Player-XP bekommen. Na gut, schade. Dann kommen wir mal zu den nächsten paar Punkten, die noch passiert sind. Ich habe ein paar Ostereier übrig, die ich nicht mehr usen kann. Und ansonsten habe ich gesehen, hier Gennason hat ja ein Opening von 100 Arcane Shards gemacht und kein Immortal Shard rausbekommen. Und ich dachte mir so, was der kann mit knapp 20k, aber ich weiß nicht, ob er inzwischen schon 20k Abos hat. Was der kann mit 20k, das schaffe ich doch auch mit meinen 3k. Und by the way, ja, ich habe 3k Abonnenten, 3000. Inzwischen sind es schon ganz genau, ich kann hier mal ganz fix gucken. Ganz genau 3042. Das ist so extrem viel. Ich habe einfach innerhalb von 2 Tagen 50 Abos plus gemacht. Und wenn man mal überlegt, okay, 50 Abos, das sind jetzt verhältnismäßig wenig, wenn man das so im Allgemeinen betrachtet. Aber es sind halt, wenn man das so sieht, dass das halt 50 Leute sind, die aus Zufall oder aus Weiterempfehlung auf mein Video gestoßen sind und gesagt haben, hey cool, den abonniere ich, dann ist das halt schon extrem krass. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür. Okay, und ja, auf jeden Fall, ich sollte aufhören, auf jeden Fall, so oft auf jeden Fall zu sagen, was laber ich schon wieder für den Schrott? Ich dachte mir so, okay, Gennason, der schafft ein 100 Arcane Shard Opening. Da schaffe ich das doch auch. Aber warte mal. Ich muss ihm doch beweisen oder generell beweisen, dass ich mehr kann. Also muss ich doch eigentlich ein 101 Arcane Shard Opening machen. Das heißt, ich spare mir 101 Arcane Shards zusammen. Sagt man so, 101 Arcane Shards? 101 Arcane Shards, so klingt besser, zusammen. Und dann habe ich das Opening, was größer ist als das von Gennason. Und das wird dann bestimmt witzig. Und ich hoffe, dass man da, wenn man das überhaupt bekommen kann, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Gerücht, dass man dann Immortal Shard rausbekommen kann. Aber wenn ja, dann hoffe ich einfach mal, dass das der Fall ist. So, letzt die Sache für das Ansprechen, denke ich zumindest. Vielleicht habe ich noch was vergessen. Der YouTube-Prank. Der Blackshore-Rank. Ich habe halt mal so geguckt im Forum und ich finde einfach nichts zu diesem YouTube-Prank. Und wenn irgendjemand hier sich auskennt, wie man das machen muss und mir dann eine mehr oder weniger detaillierte Beschreibung geben kann, ich wäre
demjenigen so unglaublich dankbar, wenn er mir genau sagt, was ich da machen muss. Denn das Problem ist, auf den Foren gibt es halt so diesen Link mit Blackshore, Join und so weiter. Und wenn man sich da anmeldet, da tritt man dem Blackshore Network dabei. Ich weiß nicht, ob man dem beitreten muss, um diesen Rang zu bekommen. Jedenfalls habe ich mich da jetzt einfach mal angemeldet. Allerdings habe ich keine Bestätigung bekommen seit 3 Tagen, obwohl da steht, dass das innerhalb von wenigen Stunden erledigt sein wird. Und ich wüsste auch nicht, was mir das hilft, wenn ich einem Netzwerk beitrete. Also die Netzwerke, die vermarkten halt so Werbung auf YouTube-Channels, Kanälen und so weiter, auf ihre Weise, sodass sie halt mehr Gewinn machen, sag ich mal, und YouTube weniger. Also Blackshore zum Beispiel macht, dass man mehr Einnahmen bekommt durch Werbung, aber 25% der Einnahmen an sie gehen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt so einem Netzwerk beitreten will, denn da muss man halt auch nach ihren Spielregeln tanzen oder austreten. Aber wenn man da einmal drin ist, dann ist man erstmal für ein Jahr daran gebunden. Und deswegen, ja, ist das ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Früher oder später muss ich das natürlich machen. Ja, deswegen, wenn irgendjemand weiß, wie genau das geht, ich wäre der Person unglaublich dankbar. Also wenn die Person es noch nicht hat, würde ich vielleicht mich mit so einem Cobble-Generator von mir bedanken. Oder keine Ahnung, was ich da jetzt genau machen könnte. Ich will auf jeden Fall, also ich habe auch die Voraussetzung für diesen YouTube-Rank. Ich würde den halt schon gerne haben, denn der ist halt richtig krass. Vor allem die zwei Sachen, dass man eine AFK-Zeit von 1 Stunde hat und seine Insel public machen kann. Ich brauche nicht mal unbedingt die Reward-Crates, ich will nur unbedingt eine Public Island haben. Damit kann ich nämlich diese ganzen Fragen absorbieren zum Thema, hey Nick, kann ich auf deine Insel? Eigentlich wollte ich euch auch jetzt meine Spitzhacke zeigen, denn die habe ich extrem krass aufgewertet. Allerdings ist die gerade irgendwie verschollen. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich habe hier die Prospector Pickaxe gerade begonnen zu leveln, beziehungsweise fast fertig gelevelt. Und ich dachte eigentlich, dass ich in irgendeine von diesen Kisten meine Easter Pickaxe reingetan habe. Aber offensichtlich habe ich das nicht. Ist jetzt ein bisschen komisch, ungünstig, blöd und so weiter. Denn ich habe die upgegradet. Die hat jetzt Effizienz 5, Haltbarkeit 6, Glück 6, Autosmelt, Magic Touch und Upgrade 10. Das ist die beste Spitzhacke, die man hier auf diesem Server überhaupt haben kann. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der eine bessere Spitzhacke hat. Also im Chat hat man dann entweder welche mit Glück 6 und Unbreaking 5 gefunden oder mit Unbreaking 6 Glück 5. Aber mit Glück 6, Unbreaking 6 und Upgrade 10 und allem, was geht auf Max Level, habe ich bis jetzt noch keine hier im Chat gesehen, wenn irgendjemand das verlinkt hat. Darum denke ich, dass meine da schon ziemlich krass ist. Nur leider finde ich sie halt nicht mehr. Ansonsten, hier ist noch ein bisschen das, damit upgrade ich dann immer meine ganzen Sachen. Und hier unten in meiner Kiste seht ihr die ganzen X-Enchantings. Ich habe mir ein Lucky 10 Buch gemacht und jede Menge andere Enchantings, unter anderem dreimal Bandicoot. Halt ein paar Weapon-Enchantings. Und jetzt habe ich hier noch eine Welt 8 Book und ich würde sagen, damit wir in der Folge wenigstens noch was Produktives machen, verbrauche ich mal meinen ganzen Lesser Arcane Dust erstmal da drauf. Zack, zack, zack. Gut, das dauert immer Ewigkeiten. Komm. Los, los, los. Das muss doch schneller gehen. Ne, ich glaube, es kommt wirklich auf Clickspeed an. Los, los, los. Ja, gut, das dauert dann immer. Boah, ein Stack bringt die Hälfte einfach nur. Ah, wo ich gerade den Namen Kmal lese. Hat man irgendwann letzte Folge schon mal hier oben, glaube ich, gesehen gehabt. Und zwar ist hier der Kopf von Kmar, das ist so ein richtiger Holzkopf halt. Und hier war irgendwo ein Schild, das wurde aber abgebaut. Und hier, Kmar war hier, ich weiß nicht genau warum, jedenfalls hat er mich angeschrieben, weil er mich scammen bzw. klauen wollte, mich versucht hat zu creepen. Und er hat das halt so wenig gut verpackt, sag ich mal. Also er kam so an: Hey Nick, ich will dir 100 Ostereier schenken, invite mich auf deine Insel. Und hat es halt so geschrieben, das klang schon so richtig so, als wollte er creepen. Und da habe ich ihn halt invited, aber vorher habe ich erstmal alle Sachen, die in irgendeiner Weise wertvoll waren, in Safe Chest gepackt.
dann ist er gekommen, hat erstmal alle Kisten durchsucht. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit ihm geredet und dann hat er mich gefragt, ob er auf meine Insel kann. Ich habe natürlich abgelehnt, denn das war kein vertrauenswürdiger Staat. Und dann hat er mir aus irgendwelchen Gründen Sachen geschenkt. Zum Beispiel, ich glaube, Bow of the Helling war da auch dabei. Den werde ich jetzt auch verwenden müssen, weil mein Bow of the Immortal ja weg ist. Deswegen Dankeschön dafür. Ach du Gott, also das Buch upgraden ist echt übelst teuer. Nochmal gucken, Alchemist. Very high, go, bam, Evasion 10. Damit habe ich jetzt für meine Gottrüstung, die ich bald demnächst beginnen werde, hier Evasion 10 bereits gemacht. Hier habe ich jetzt halt noch so ein paar andere Enchantings und Sachen, die hier eigentlich gar nicht reingehören. Das könnte ich eigentlich mal sortieren. Meine Level sind hier 50.000 Enchanting XP. Irgendwo sind auch noch 100.000. So, zack, rein mit dem ganzen Zeug. Ich müsste das echt mal sortieren. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal die Enchanting Crates öffnen. Eigentlich gehören Enchanting Crates mit zu unserem Opening. Das sollte übrigens auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke mal, ein halber Monat noch. Ich weiß, es klingt zwar sehr viel, aber das ist echt wert. Denn das ist ein extrem krasses Opening. Ein paar Leute haben davon schon gehört, was das alles ist. Lol, hier ist eine 20er Enchanting Crate. GG. Ein paar Leute haben schon gehört, was das ist. Und ich glaube, das ist das größte Opening überhaupt. Go Immortal Enchanting. Nein, schade. Shatter 1. Alles klar. Das ist schon extrem schlecht. Mal sehen, was wir noch so bekommen. Headshot. Ja gut, Headshot geht. Ich brauch's zwar nicht, aber es geht. Hier, Immortal Enchantings, komm bitte. Keine Comments. Nein, bitte nicht. Go, go, Immortal. Nein. Ah. Schade. Okay, nächste Enchanting Crate. 3 Stück. Komm, Glück, Immortal Enchantings. Bitte. Da ist eins. Da. Fortune 5, komm. Ja. Bam. Freeze. Oh, schade. Ich dachte Fortune 5, das wäre krass geworden. Geworden auch, ja. Und Sharpness 4. Ja, gut. Geht so. Ah, vorbei. Und Headshot 1 nochmal. Jetzt habe ich hier noch die. Warte, was war das? 5er Enchanting Crate? Ah, ne, das wäre jetzt die 20er. Das ist die 5er. Die 20er öffnen wir dann ganz zum Schluss. Ich weiß, ich war jetzt in dieser Folge nur auf meiner Insel und habe da jetzt nicht so viel gemacht, sondern hauptsächlich geredet. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hatte halt nicht so wirklich gerade Sachen für die Warzone. Ich habe nicht einen Gottapfel mehr. Lol, ich habe das Buch gedroppt. Ah lol, hier oben steht auch noch, wie viel fehlen. Das wusste ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Und das letzte Buch wird sein. Lass eins noch. Ah, schade. Doch nicht das letzte Buch. Okay. Komm, Immortal, bitte. Power 4, das ist doch nicht Immortal. Wo ist denn das hier unsterblich? So, erstmal gucken, wie viel Platz habe ich noch in meinem Inventar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, das heißt, ich muss hier erstmal Alchemist, ich verschreibe mich da irgendwie ständig, machen. Und die ganzen Bücher zu Dust verarbeiten, denn die brauche ich alle nicht. Das war jetzt Freeze 5, brauche ich auch nicht. Headshot kann weg, Sharpness brauche ich nicht. Das Coole ist, es bringt mir auch jedes Mal 10 Player XP, wenn ich das kaputt mache. Wenn ich das kaputt mache, sehr gut beschrieben. Zack, zack. So, damit habe ich jetzt wieder ein bisschen Dust bekommen. Rein damit. Ach, jetzt habe ich schon wieder Lesser erkennt, Dust. Jetzt hier, 20 Enchanting Crate. Ich glaube, das wird jetzt krass, oder hoffe ich zumindest. Da müssen jetzt einfach wieder Immortal Enchantings rauskommen. Auch irgendein gutes Immortal Enchanting. Nein, eins vorbei. An Lumberjack 5, na gut. Darauf kann ich verzichten. Ich habe mir nämlich so eine coole Farming-Axt gemacht. Die kann ich zum Abschluss dann noch zeigen. Die hat C5, Lumberjack 10, Konfetti 10. Oh, Shade 5. Ja, kann man machen. Die hat Lumberjack 10, Konfetti 10,
Guillotine 10, Thief 5, was war das andere? Schärfe 6 und Haltbarkeit 3. Haltbarkeit habe ich noch nicht selbst drauf gemacht, aber es kommt eigentlich darauf an, dass noch Thief mit drauf ist. Ah, schade, schon wieder eins am Immortal vorbei. Ja, es kam eigentlich darauf an, dass ich Thief auf der Axt habe, denn es gibt nur die eine Axt, die Warhammer of the Guardian, die Wretched War Axt, die Thief auf als Enchanting hat. Die anderen Äxte, beziehungsweise auf Äxte kann man generell Thief nicht draufpacken. Komm, nein, schon wieder eins vorbei an einem Immortal Enchanting. Wie viel Pech habe ich denn? Na gut, ich habe ja noch 13 Spins noch, also habe ich noch eine gewisse Chance, irgendwas zu bekommen. Gut, letzter Spin kommt. Da kommt jetzt noch dieses Immortal Enchanting. Dieses hier. Blattsack. Okay, das coolste, was ich bekommen habe, war hier Evasion 6, Fortune 3, geht so, Thorns 5. Thorns 5 ist das einzige coole hier ran. Das packe ich auch mit zu meiner Rüstung. Ich denke mal, das werde ich damit drauf packen. Ansonsten behalte ich einfach mal hier Shade, Fortune und Evasion. Und ansonsten habe ich hier Lumberjack 5, braucht kein Mensch. Mach ich mal slash Alchemist. Und verarbeite das Ganze wieder zu Dust, gönne mir die Player XP, den Dust und jeweils 2000 Stars, die das kostet. Oh toll, das kostet auch manchmal 4000. Okay. So, zack, 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 zack. Ich habe irgendwie wirklich nur Common Enchantings bekommen. Das war so mies, so viel Pech hatte ich noch nie aus so einer Lesser, ne, nicht Lesser, ich lese Lesser und sag Lesser, ganz schlimm, aus so einer Enchanting Crate, eine 20er. Ich habe zweimal eine geöffnet und habe Sharpness 6 bekommen oder sowas. Einmal hatte ich Fortune 5 bekommen, also ich weiß nicht, warum ich so viel Pech hatte, lol. Jetzt müsste man das einfach mal vergleichen. Ich habe jetzt hier eine Viertelstunde irgendwie 1200 Player XP gemacht. Ah ja, wo ich gerade hier denke, Axt und abbauen, habe ich hier noch meine schöne Farming-Axt. Hier, es passt wieder nicht drauf. Optionen, Grafikeinstellungen, kleiner machen, größer machen, so. Hier, Schärfe 6, Haltbarkeit 4, okay, Haltbarkeit 4, nicht 3, Konfetti 10, Lumberjack 10, Guillotine 10, Thief 5. Und damit farme ich dann halt so Konfetti, denn Konfetti ist auch Part von unserem Open. Mache ich wieder groß. Ich baue mir jetzt noch die Bücher ab, aber das ist nichts Spannendes. Darum sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.